zu unserem Podcast Integriert sein Vater. Herzlich willkommen bei Integriert sein Vater. Wir sind wieder am Start, neue Folge. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern an meiner Seite die wunderbare, wunderschöne Sandra Motherfucking Lambeck. Dankeschön. Und an meiner Seite der wundervolle Onkel D. Was geht? Und auch diesmal haben wir wieder drei Kategorien mitgebracht. Wusstet ihr schon? Life in Color und Spill the Tea. Und die Reaktionsvideos gibt es dann natürlich einzeln nochmal auf Social Media. Wow. Und nochmal ein kurzer Hinweis, meine kleine Tochter ist hier, bisschen am Brabbeln, falls ihr irgendwelche Kindergeräusche hören solltet. It's my daughter. Das ist meine Tochter, nochmal auf Deutsch. Sie ist eine arbeitende Mutter. So. Aber auf Englisch hört sich auch alles viel besser an, oder? Ja. She's a working mom. Hört sich auch viel besser an als... Lass uns betrinken. Okay, okay, ich habe für die erste Kategorie was mitgebracht. Und zwar wusstet ihr schon, laut, lass mal kurz gucken, wie der heißt, Hotep Jesus heißt er, ist ein schwarzer Typ. Und der hat sich viel mit Geschichte auseinandergesetzt, besonders der amerikanischen, afrikanischen Geschichte. Mhm. Und er sagt, also wusstet ihr, dass seine Theorie besagt, dass keine Sklaven von Afrika nach Amerika gekommen waren, sondern dass diese schon vorher einständig nach Amerika gekommen sind und da schon gelebt haben. Weil er meint, es wäre ja krass unlogisch von der Logistik her, wenn du dir so eine Fahrt von Afrika nach Amerika aufnimmst und Sklaven an Bord holst und riskierst, dass deine ganze Crew stirbt und dass dein ganzes Equipment kaputt geht. Deswegen macht es keinen Sinn, dass sie den ganzen Weg von Afrika nach Amerika gekommen sind, sondern er sagt, die waren schon da, weil Afrikaner früher waren Könige, weil dieser geschichtliche Aspekt wird ja viel weggelassen und wir waren Könige und Königinnen und wir hatten sehr weitreichende Technologie zum Beispiel. Und er sagt auch, dass die Mohren zum Beispiel sind nach Spanien gekommen und haben den Europäern, den Weißen erstmal gesagt, ey Bro, du kannst nicht im Stall mit Tieren schlafen. Das geht nicht. Du brauchst was. Und die haben auch Technologien gebracht, wie zum Beispiel gegen die Pest, gegen die Black Plague, haben denen Technologien gegeben, damit die das konkern können, also das besiegen können zum Beispiel. Und auch darüber hinaus, was war noch? Genau, weil er sagt halt, dass die Schwarzen damals halt auch sehr fortgeschritten waren und das nimmt uns dann quasi auch dieses, Schwarze können nicht irgendwie alleine irgendwo hinfahren, so weißt du, weil die waren damals schon so weit fortgeschritten, die sind überall mit dem Boot hingefahren, deswegen waren die halt schon vorher da und ja Mann, das war das Ding. Oh, ja genau, und was er auch gesagt hat, dass Weiße, also besonders Europäer, früher den Glauben hatten, umso dreckiger sie sind, desto purer sind sie. Und die haben auch nie ihre Klamotten und so gewechselt. Und das haben alles quasi unsere Black Ancestors dem beigebracht, dass das so nicht geht. Krass, oder? Aber das ist nur seine Theorie. Also es muss nicht heißen, dass es stimmt. Dann haben die, es gibt eine Quelle, pbs.org, da kann man das nachlesen. Dass 10,7 Millionen Afrikaner wurden durch Slave Trade hin und her geschoben, aber man weiß nicht ganz genau, wie viele davon irgendwo hingeschifft worden sind. Man sagt, ein paar wurden klar von Afrika nach Amerika gebracht, aber es wurden keine Millionen, Abermillionen von Afrikanern nach Amerika gebracht, weil das allein von dem logistischen Standpunkt einfach keinen Sinn macht, weil du riskierst erstmal deine Fracht, du riskierst dein Schiff, du riskierst deine Crew. Und er geht halt davon aus, dass sie schon da waren und dass die Weißen die Schwarzen oder Natives Schritt für Schritt erobert haben, von Osten nach Westen. Weil die haben sich dann mit anderen Stämmen zusammengetan. Ne? Zum Beispiel so, ey, Stamm XY, hilfst du uns, den Stamm A, B auszulöschen, dann bekommst du von uns Waffen oder so. Und dann haben die ihnen halt geholfen. Das habe ich auch gelesen. Genau. Und dann auch ein Buch dazu. Genau, und dann haben die Stämme ihnen geholfen, die auszulöschen, dann haben die Weißen aber dann halt die Stämme halt auch in den Rücken gestochen am Ende des Tages. Ja. Und man geht auch davon aus, dass es damals in Amerika auch Black Slave Owners gab. So, es waren nicht nur Weiße, so, weil andere Stämme haben ja andere Stämme auch als Sklaven versklavt. Ja, genau. Und so fing das Ganze dann an. Und ich fand das halt übertrieben interessant, weil er meinte, was kann ich jetzt nur auf Englisch sagen, weil er meinte, Joe Rogan meinte dann zu ihm, aber das ist doch History. Sagt er, ja, that's his story, but this is my story. So, weißt du? Oder our story.
Und das fand ich halt mega interessant. Einfach. Das ist auch übertrieben. Muss man sich eigentlich mehr darüber befassen. Und generell auch mehr mit schwarzer Geschichte. Ja, ja, ja. Weil ja. wir, ich glaube, unsere Vorfahren waren schon so krass weit entwickelt. Allein Ägypten, was die schon für technologische Meisterleistungen gehabt haben. Man findet ja heute schon noch im Grand Canyon Überreste von Ägypten dort. Wirklich? Naja, so weit war dieses Imperium quasi ausgestreckt. So. Krass. Bro, das ist heftig. Ich glaube, ich belasse es jetzt einfach da, weil ich habe keine Quellen. Ich und ich glaube, alles, was ich zu sagen hätte, wäre so, ja. Deshalb, ja, krass. Also, krasse Theorie. Ja, was ich auch auf jeden Fall sagen muss, ist so, es muss viel mehr in den Schulen zum Beispiel, muss viel mehr Geschichte über Schwarze 100%. Geteacht werden, weil es gibt so viele Dinge, die niemals angesprochen werden in der Schule, weil es gibt nur weiße Geschichte, es gibt keine schwarze Geschichte. Und Schwarze waren natürlich auch eine Zeit lang ganz oben auf der Spitze der Nahrungskette. Und ich glaube, diese Geschichte wurde halt einfach ausgemerzt, weil nur der Sieger schreibt die Geschichte und der Sieger war der weiße Mann in letzter Zeit. Stimmt. Ja. Was Neues gelernt. Ja, das war's. Alle Infos findet ihr natürlich dann in der Box. In der Box. Keine Angst, Leute. ja, nice. Mann, das ist das, was ich rausgefunden habe. Danke fürs Teilen. Sehr gerne. So, und nächste, was haben wir jetzt? Life in Color? Life in Color. Habe ich was mitgebracht? Ja. Also meine Frage an euch ist, glaubt ihr, dass wir uns besonders auch durch Rassismus irgendwo in eine Opfermentalität begeben, wenn wir sagen so, ey, wir werden schlecht behandelt, wir haben Probleme bei der Wohnungssuche, wir haben Probleme bei der Jobsuche oder wir werden einfach unfair in manchen Situationen behandelt, dass wir dann eher sagen so, ey, ja, es ist nur seine Schuld, es ist nicht meine Schuld und ich kann nichts dafür und dass wir da vielleicht auch irgendwie einfach anfangen sollten, anders zu denken? Inwiefern anders zu denken. Ja, dass wir uns nicht mehr in so eine Opfermentalität begeben, sondern dass wir sagen, so okay, es ist so, aber was kann ich machen, um das zu lösen? Was kann ich machen, um Täter zu werden, weißt du? Um Täter zu werden? Ja, so jetzt. Achso, also ich meine, also es sind ja nur Fakten. Ich versuche jetzt wirklich nur auf Deutsch zu sprechen. Deutsch! Lecker? Genau. Also es sind ja Fakten, dass wir benachteiligt sind in vielerlei Dinge, wie im Berufsfeld oder bei einer Wohnungssuche, bei den ganz normalen Dingen. Racial Profiling bei der Polizei oder sowas. Das ist sehr normal, wenn ich jetzt zu DM gehe und man mir hinterher lungert, weil man denkt, ich hätte jetzt irgendwie was nicht bezahlt und so oder würde was mitgehen lassen. Das sind ja Facts. Aber weißt du, man kann darauf anders reagieren. Inwiefern anders darauf reagieren, dass man sagt, hey, lieber Security-Mann, ja, ich bin schwarz, aber ich werde diese Artikel ganz normal kaufen, wie jeder andere auch. Oder was ich meine? Also wie geht man, oder hey, liebe Wohngesellschaft, ja, ich bin schwarz und ich heiße mit Nachnamen so und so und so. Aber ich verdiene auch eine Wohnung. Hey, so, wie geht man vor? So alle, ich meine, dass man quasi das Narrativ ändert, dass man dann sagt, so nicht so von wegen so auf dem Weg ist, so ja, ich bin Opfer, mir wurde was Schlechtes getan, sondern dass man sagt, so ey, wir haben auch die Möglichkeit, trotzdem was zu schaffen. Wir können trotzdem Wohnung bekommen, wir können trotzdem einen geilen Job bekommen. Dass man einfach das Narrativ ändert und dass man dadurch vielleicht auch so einer Schockstarre rauskommt, weil manchmal ist man, habe ich das Gefühl, ist man so irgendwie so gehemmt und in einer gewissen Ohnmacht, so weißt du, weil man so viel Rassismus so spüren bekommt, so, dass man sagt so, ey, wir müssen damit aufhören, wir müssen das dafür tun, keine Ahnung, Schwarze in Entscheidungspositionen, wie wir damals schon in der, schon mal besprochen haben, dass die Black Community mehr zusammenhält. Ne? Das siehst du ja auch bei anderen Communities, die halten zusammen, die entwickeln irgendwelche Programme, irgendwelche Dinge, damit man nicht mehr so auf diesem Level so denkt irgendwie. Aber ich glaube, es kommt langsam so, dieses Zusammenhalt und jetzt als Beispiel keinen Job bekommen oder wohnen. Jetzt ist ja alles so vielfältig. Nicht so wie früher, als wir noch jünger waren und nur paar Schwarze gab, jetzt gibt es ja mehrere und ich denke mal, ich denke, es wirklich, ich glaube, wir
packen uns gar nicht in die Opferrolle. Finde ich auch gar nicht. Also ich laufe nicht durch die Gegend und sage, oh, alles ist... Nicht jetzt wir, aber ich meine so... Also nee, ich meine generell, okay. Ich finde nicht eigentlich. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, dass unsere Eltern, oder ich kann das nur von meiner Mutter reden, jetzt nicht irgendwie rausgeht und sich schlecht behandelt fühlt oder so. Ich glaube, sie ist sehr dankbar für das Leben, was sie hat, und was sie führen darf in Deutschland, weißt du? Auch mit Alltagsrassismus. Ich meine, das sind Dinge, die sie faced jeden Tag, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt... Also so sagen wir mal, so Dinge wie Fetischisierung von Schwarzen, dass zum Beispiel eine weiße Person zum Beispiel nur auf Schwarze steht und das quasi ein Problem ist für uns. Ist das ein Problem? Also das ist ja ein Teil des strukturellen Rassismus, sagt man, also ne, glaube ich. Aber ehrlich? Aber wenn man darauf steht, warum ist es dann? Ja, es gibt ja Menschen, es gibt ja Schwarze, die sich darüber beschweren, dass es diese Fetischisierung des schwarzen Mannes gibt. Okay. Und dass man, also quasi die Fetischisierung des schwarzen Mannes, und dass man dann sagt, ey, die regen sich darüber auf. Mhm. Und das ist quasi auch so eine Opfermentalität so. Weil diesen Punkt verstehe ich halt auch nicht ganz. Ich denke mal, wenn du halt auf eine gewisse Art von Mensch stehst, dann stehst du halt darauf. Mhm. Ich glaube, wo es zum Problem wird, ist einfach, wenn zum Beispiel der weiße Part vom Paar sagt, ja, ich möchte gern Schokobaby. Mhm. Ich glaube, dann wird es halt zum, also, das ist nicht mehr nice. Das ist nicht mehr schön. Aber was ist daran nicht schön? Das also, habe ich nie so richtig verstanden. Ja, so, ich möchte jetzt ein Schokobaby kreieren, so. Einfach nur, okay. Ja, genau, einfach nur, um ein Schokobaby dann zu haben. Aber ist die Liebe dann zu dem Baby anders? Nee, oder? Ich glaube, warum spielt denn die Hautfarbe überhaupt eine Rolle an erster Stelle? Mhm. Also wenn ich mit jemandem bin, denke ich ja nicht drüber nach, was für eine Hautfarbe dieses Kind haben wird. Mhm. Also, okay. Und auch zum Beispiel der weiße Part teilweise auch gar nicht weiß, mit was für ein Struggles vielleicht dieses Baby aufwachsen wird. Mhm. Das stimmt. So just because of the looks you just want to have. Mhm. Du willst ein Schokobaby haben, weil es cool ist, weil es einen schönen Ton hat, Kim Kardashian auch ein Schokobaby hat. Zum Beispiel, also Schokobaby in Anführungsstrichen, ja, jetzt, ne? Das ist alles hier mit Füßchen. Ja, ist ein bisschen nicht so cool, finde ich. Ein bisschen awkward. Ja. Das muss ich auch ganz, muss man ganz vorsichtig sagen, ne? Ja. Irgendwie alles, ja. Ja, ich glaube auch, weil der weiße Part dann mal, also wenn die dann nicht mehr zusammen sein sollten, auch nicht genau weiß, wie gehe ich denn überhaupt mit Afrohaaren zum Beispiel um. Oder, das sieht man ja voll oft. Oder viele, glaube ich, wissen auch nicht, wie wichtig es ist, dass das Kind dann halt auch mit anderen mit der Kultur dann auch. Kultur auch in Verbindung gebracht wird, damit sie auch weiß oder er weiß, wo sie herkommt. Mhm. Ich glaube, das bleibt auch viel auf der Strecke. So, makes sense. Ja, aber ich glaube, nochmal, um das abzuschließen, ich glaube nicht, dass wir uns in eine Opferrolle packen. Ich meine, wir kämpfen ja auch dagegen, oder was kann man besser machen, um die Leute das zum Verstehen geben, so, weißt du, wie können die Leute das verstehen, dass das Rassismus ist oder Rassismus war oder so, weißt du? Ja. Genau. Aber meinst du, wir sind manchmal so empfindlich bei gewissen Dingen? Ja, aber ich meine, wir sind empfindlich, weil wir auch irgendwann müde werden und wir können, ich kann ja irgendwann nicht mehr und dann reagiere ich vielleicht empfindlicher auf gewisse Dinge, weil mich das einfach triggert. Das ist normal. Und ich finde, wenn von beiden Seiten Verständnis kommt, dann kann man das vielleicht irgendwie regeln, weißt du? Ich glaube, Kommunikation ist halt auch sehr wichtig, weil erzähle ich dann nochmal. Aber wenn dir was passiert in dem Moment, so muss man es ansprechen. Mhm. Weil sonst nimmt man es mit nach Hause und man denkt drüber nach und man ärgert sich einfach darüber, dass man nichts gesagt hat zum Beispiel. Ja, 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 so. Ja, ja. Also es ist bei mir voll oft, das ist bei mir sehr oft. Ich glaube, man muss einfach eine Art finden, hey, so das, wie du es gerade gesagt hast oder wie du mich gerade behandelt hast, fand ich nicht in Ordnung. Mhm. Gibt es einen Grund, irgendwie, warum du das jetzt so gesagt hast oder warum du es jetzt so gemacht hast? Weißt du, was ich meine? Ich glaube... Sprichst du das immer an? Nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Also erstens, du musst ja auch erstmal abwägen, ob du überhaupt in Gefahr
irgendwie bist oder was passiert, was, also, ne, du musst ja die Situation irgendwie erstmal einschätzen. Und oftmals passt es auch gar nicht in dem Moment. So, du willst ja auch, also ich möchte auch keine Szene machen in dem Moment, weil ich dann vielleicht auch gerade mit der Kleinen bin oder so, dass man dann sagt, okay, ich gehe dem einfach halt aus dem Weg und das ist okay. Ja. You know, you can have it. Wenn du besser abends schlafen kannst, dann ja. Ich finde das immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Folge erzählt habe, aber ja, da hab ich halt doppelt erzählt. Aber auf jeden Fall, ich hatte mal einen Auftritt gehabt und dann, oder ich ja, hab's euch so, hab ich schon erzählt? Ja, ja, hab erzählt, schon erzählt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde es auch immer in so Situationen, wo alles so lustig und alles gut ist und einer kommt dann irgendwie unangemessen so zu dir, ist halt immer, spreche ich es jetzt an oder lass es einfach. Aber ich denke auch, dieses lass es einfach, dann ist es so. Man ärgert sich. Weißt du, man ärgert sich und dann irgendwann ist vielleicht schon so lange Zeit vergangen, bis du die Person wieder siehst und so, dann denkst du, ja, okay, jetzt ist eh vorbei, spreche ich nicht mehr an. Ja, oder du siehst ja teilweise die Menschen gar nicht wieder. Ja, genau, oder so. Ja. Weißt du, dann ist so. Nee, ich spreche es schon gerne an. Wie gehst du mit einer Situation um, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Libanese zu dir irgendwas sagt, aber er selbst nicht aus Deutschland ist, so, weißt du? Ah, okay. Was sagst du denn dann? Also, wie meinst du jetzt, wenn ich draußen bin oder wie? Oder ja, wann, genau, wo? Und er sagt irgendwie so, du hast falsch geparkt und du irgendwie, sagt man eine Situation, irgendwas. Und er sagt dann, oh ja, du, N, so und mit einem krassen Akzent sogar noch. So. Was ich da zurück sage dann? Ja, was machst du denn in dem Moment? Ja, beleidigen, glaube ich dann. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo man sauer ist, erklärt man es der Person nicht, oder? Nee. Ja. Ja, also wenn zum Beispiel jemand super aggressiv auf dich zukommt und sagt, du, ne? Dann bist aber du selbst nicht zurück. Also, ach so, selbst nicht, dann, ja, dumm. Glaubst du, das hat nur Raum, weil du dieser Beleidigung Attention gibst, also Aufmerksamkeit gibst? Eigentlich schon, wenn du es ignorierst komplett, dann... Weil in der Bibel zum Beispiel, habe ich letztes Mal so ein Zitat gelesen, da ist ja auch so, wenn dich jemand auf eine Wange schlägt oder so, halt die andere hin. Mhm. Und das heißt ja, am Ende des Tages, wenn dich jemand schlecht behandelt, dann gib dem einfach keine Aufmerksamkeit und das verfliegt. So, glaubst du daran oder glaubst du, dass es nicht so ist? Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Kommt echt auf die Situation an. Also da wird ja gesprochen, dass, also wenn man da danach geht, sollte es ja auf alle Situationen quasi übertragbar sein. Ja. So, aber ich finde es halt schwierig, das zu machen, weil hier brennt das ja. Ja. Das ist so. Und nicht jeder Mensch ist ja. Ich kann das eigentlich gut. Mich stören viele. Was heißt, mich stören die Sachen nicht? Ich bin einfach nur so einfach der Sache keine Aufmerksamkeit geben oder keine, weißt du, Aufmerksamkeit geben, damit es nicht so groß wird oder sowas, so, weißt du, oder einfach die Person ignorieren und so, weißt du, das tut der Person ja noch mehr weh dann, als wenn ich jetzt drauf reagiere oder so, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Ja, ignorieren ist ja die größte Art, einen Menschen weh zu tun. Ja. Ja. So, kennt ihr dieses Experiment, was sie mit Wasser gemacht haben? Nee. Die haben so 3 Gläser voller Wasser hingestellt und dann haben die ein Glas haben die ignoriert, ein Glas haben die beleidigt. Also ein Mensch war davor und hat dann das Glas beleidigt. Und ein Glas haben sie nur gute Dinge zugesprochen. Und dann haben die das über mehrere Tage gemacht. Und dann konntest du sehen, dass das Glas, was sie beleidigt worden ist, war schwarz verfärbt. Das Glas, wo das ignoriert worden ist, ist grün geworden. Und das Glas, das sie so gut zugesprochen haben, das hat noch besser geschmeckt als vorher, das Wasser. Und da, also es war ein Experiment, dass man sagt, so, wir bestehen ja aus 80% aus Wasser. Das, was wir uns selber immer sagen, ist halt immer sehr wichtig. Besonders wenn du trinkst. Wenn du trinkst, dann sollst du immer auch das Wasser zu schätzen wissen. So, danke, während du trinkst und so. Das macht so viel Sinn mit dem Wasser. Ich liebe Wasser trinken. Ich bin auch immer sehr happy, wenn ich sehe, dass, wenn ich dann auf Toilette war, dass alles so durchsichtig weiß. Ist. Weiß. Ich bin so, yes, you did it. Ich bin gesund. Ja. Willst du mal probieren, Bro? Ich trinke sehr, sehr, sehr bewusst. Ich trinke auch morgens Tee, so damit ich erstmal in den Tag reinkomme, was Warmes ein bisschen und dann... Hast du so eine Morgenroutine? Ja, schon. Wie sieht die aus? Aufstehen. Dann in die Küche, direkt Wasser, Kocher an, direkt
ihren Brei zubereiten. Mhm. Währenddessen mache ich meinen Tee, Kaffee. Ich denke immer, Kaffee ist Frühstück. Mhm. It is not. Kaffee ist kein Frühstück, aber ich trinke immer Kaffee. Dann ist sie ist das schon, seitdem sie eins ist, allein. In der Zeit mache ich, bereite ich alles vor, lege ihre Sachen raus, ziehe mich an, putze meine Zähne. Sie isst dann immer noch, ne? Es geht alles sehr schnell, also innerhalb von 10 Minuten oder so. Okay. Genau. Und bereite dann meine Sportflasche vor, meine Sporttasche, weil ich ja dann, wenn ich sie in die Kita bringe, dann auch direkt zum Training gehe. Also ja, doch, so eine kleine Routine ist safe drin, ja. Doch, ist doch gut. Ich habe eine Routine, ja. Ich bin auch so richtig, ich mag Routine. Ich mag das, weil dann fühle ich mich safe. Sicher. Ich fühle mich sicher. Machst du auch was für dich selbst morgens? Also, dass du dich irgendwie auf den Tag irgendwie einstellen kannst oder primest so ein bisschen? Nee, nicht so richtig. Krass, nee. Ich freue mich immer auf Sport. Mhm. Also es ist für mich so ein... Deine Meditation. Ja, so genau. Und ich freue mich dann aufs Dehnen. Also so ein bisschen, so wirklich diese 10, 15 Minuten dann zu stretchen. Mhm. So, das ist so, glaube ich, mein... Und dann ne, das, was man halt am Tag noch macht. Klar. So Erledigungen machen, ne? So zur Post gehen. Mhm. Einkaufen. Zum Beispiel. zur Post gehen. Einkaufen. Ich habe jetzt... ich war richtig stolz auf mich. Ich habe jetzt geschafft... vorgestern habe ich gekocht. Dann war ich war so stolz, dass ich das dann... Dann hatte sie Essen zu Hause. Nee, weißt du, alles ready. Manchmal, ne, wir gehen ja auch dreimal die Woche essen. Draußen. Ja. I'm not proud. Aber ja, also ich versuche das so ein bisschen reinzubringen. I'm not perfect. Ich bin nicht perfekt. Genau, aber ich versuche halt der Kleinen auch so eine Routine beizubringen. Mhm. Genau. Hast du irgendwie so morgens Rituale? Einfach aufstehen, Sachen fertig machen und los. Keine Routine. Das schätze ich ihn auch ein. Das wäre geil, wenn er morgens weinen würde, einfach undercover für sich. Hä? Was? Weil er nie weint. Nein, ich stehe morgens auf. Das erste, was ich mache, ist immer Zähne putzen, dann duschen, anziehen, dann Arbeit. Mhm. Manchmal gehe ich auch vorher zum Sport, vor der Arbeit noch. Du bist auch ein heftiger Typ, genau. Auf jeden Fall. Ich kenne keinen Menschen, der 2 Stunden schläft und dann sehe ich Story, 5 Uhr morgens im Fitnessstudio. Ich liebe es, alleine zu sein. Ja, es ist leer, ich liebe es. Das vorher, dann vorher zum Sport und dann nach Hause duschen, dies, das und dann zur Arbeit. Mhm. Aber so eine Routine wirklich habe ich nicht. Also ich meditiere nicht vorher oder sowas. Machst du das? Bete kurz. Ja, genau. Und das war's. Ja. Nee, ich habe immer, also ich versuche halt immer, wenn ich, keine Ahnung, ich muss um 8 aufstehen, dann muss ich halt immer relativ früh, bisschen früher aufstehen, weil ich halt immer so 15 Minuten Minimum meditiere. Dann mache ich so Journaling, also dann schreibe ich so rein meine Gedanken einfach, also nichts Spezifisches oder wenn mich irgendwas stört oder nervt oder irgendwas gut ist oder einfach, ich schreibe einfach, so dass mein Kopf frei wird so. Okay. Und dann gehe ich kalt duschen und dann fange ich den Tag an. Ja. Du gehst kalt duschen. Mhm. Das aktiviert. Ich hasse sowas. Ich habe gehört, dass Serienmörder sowas machen. Und es kann sein, dass ich ein Serienmörder bin. Nein, Spaß, keine Quelle, keine Ahnung. I just read it. Oh. Wir können auch ein bisschen Spaß haben. Es ist ja nie despektierlich gemeint. Nee, ich gehe kalt duschen aus dem Grund, weil... Wie lange? Es, 30 Sekunden bis 1 Minute. Okay. Und dann warm. Und dann warm, ja. Weil ich nicht mehr so hart bin im Winter. Im Sommer dusche ich halt nur kalt, aber im Winter habe ich das auch mal gemacht, so eine Challenge gehabt. Dann habe ich so 30 Tage lang immer nur kalt geduscht, weil das führt erstens dazu, dass du dein Immunsystem stärkst. Zweitens bereitet das mich irgendwie auch auf den Tag vor, weil du bist oft in so unangenehmen Situationen, aber überkommst diese Situationen. Und das kalte Duschen ist genau das Gleiche, weil ich freue mich nicht auf das kalte Duschen. Das immer tut weh, es ist kalt, aber das bereitet mich quasi auch so ein bisschen auf das Leben generell vor, weil das Leben ist ja oft so herausfordernd. Du kommst in Situationen, wo du die meistern musst und dieses kalte Duschen, da lernt mein Körper immer so, es kommt irgendwas Kaltes, aber wir halten das durch und am Ende kommt so die Erlösung, weißt du, dieses Warme. So. Okay. Und das ist so ein bisschen so mein... Ja, ist so ein bisschen mein... Sehr. Wow. So ein bisschen mein Denken, so. Okay, schön. Krass. Ja. Nee, ich hasse kalt duschen. Ja, ich hab's so oft versucht, aber... Ja, deswegen ich versuch's mal. Deswegen, das ist ja genau das. Du hast es. Und das ist ja aber das warum Ding. Soll ich mir denn schlechte Laune gleich machen am Morgen? Nee, danach bist du ja... Da bist du energized. Ja, da hab ich Sport. Nee, da hab ich auch voll Energie. Ja, aber danach, glaub, wenn du 30 Sekunden, 1 Minute kalt duschst, du bist danach so, ich hasse es, ist auch kalt, aber danach bist du so, I did it. Ich hab's letztens gemacht, aber da war ich Dings, bei so einem Wellness-Bereich und so, da gab's so eine,
so ein, ach, ich weiß nicht, wie es erklärt, so auf jeden Fall heiß und kalt. Und da musst du durchlaufen und dann kommen so verschiedene Duscharten. Ah, nice. Und es ist halt immer, also es gibt heiß und kalt und dann bin ich einmal bei heiß und einmal bei kalt. Mhm. Und es war richtig kalt, aber danach war ich so, okay, ja, geschafft. Und das war gut. Und das meine ich, immer dieses so, ah, es ist, tut weh, es mm. ne, und danach hast du es dann trotzdem hinter dich gebracht. Ich wechsle und dich gleich, ja. Ich mache auch immer mein Bett. Wie machst du? Ich mache immer mein Bett morgens. Mach ich auch, das mache ich aber auch. Weil ich immer denke, da habe ich zumindest eine Sache richtig gemacht. Ja, aber das mache ich normal. Sorry, was? Bett machen morgens. Oh nicht ja, jeder mach, das mache ich. Ja, doch, ich mach mein Bett. Das mache ich auch immer. Ja, das mache ich. Man sagt ja, erfolgreiche Menschen machen immer ihr Bett. Ja? Echt, ja? Ja. Oh, Charlie! Oder lassen es machen. Je nachdem, wie so, der Status ist. Ja, das ist schon wichtig. Ich habe auch eine Tagesdecke und so. Weil ich finde auch, dann, bitte? Wenn ich das dann sehe, dann denke ich mir so, oh, eine Sache ist dann. Mhm. Ich bin so... bei mir ist ganz komisch. Ich bin so ordentlich, aber auch nicht ordentlich. Mhm. Ich habe meine eigene Ordnung, aber es ist für andere Menschen vielleicht gar nicht ordentlich, aber für mich ist es ordentlich. Also so eine Grundordnung auf jeden Fall. Genau, Grundordnung, ja, das sowieso. Und eine Grundhygiene, das sowieso. Mhm. Aber ja, und ich finde, Bett machen gehört dazu. Das ist so ein, ich sehe das dann so als, oh, es ist ordentlich. Bei mir ist es so, wenn ich, sagen wir mal, ich habe jemanden kennengelernt, ne, und wir hatten was miteinander gehabt. Was denn? Wir sind intim geworden, okay, miteinander. Und dann am nächsten Morgen, ich weiß nicht warum, aber ich achte voll oft darauf, ob sie dann das Bett macht oder nicht. Dein Bett macht dann? Ja, yeah, nur, ja, so. Ah, krass, weil ich denke immer, dass, also wenn, was ich nicht tue, ja, ich schlafe bei niemandem, ich übernachte ja auch bei niemandem, also es ist ja... abwegig. Aber zum Beispiel im Hotel. Ja, da mach ich aber mein Bett nicht. Da mach ich mein Bett. Also ich mach's nicht, ich mach's jetzt nicht so wie im Hotel, dass ich es reintacke, aber ich mache es safe so und so, dass, ne, dass die Reinigungskraft dann auch sieht, so, okay, you know, I'm a neat girl. Ich mache ja auch, ich liege meine Handtücher nicht so einfach so auf dem Boden und so, sondern ich mache das so nice. Ja. Also ich mache, wenn ich auschecke, damit sie einfach weiß, was schmutzig ist, was sie sofort mitnehmen kann. Dann lege ich die Handtücher immer auf den Boden. Steht ja auch da, man soll das auf dem Boden tun. Ja, soll, aber ich mache das trotzdem. Ich falte das trotzdem nochmal schön zusammen aber und so. Aber es doch eh weg. Ja, aber ist ja egal. Es ist ja auch für, ich finde, ein Hotelzimmer ist ja ein kurzes Zuhause. Auch wenn es nur für eine Nacht ist, ist ja kurz dein Reich. Auch wenn es wirklich nur eine Nacht oder zwei. Und safe. Mache ich alles nice. Und ich komme dann rein, weiß, oh nein, ist alles schön einfach. Naja, egal. Ja. Ja, ich achte auf jeden Fall, ich achte darauf, weil ich dann denke, wenn die mein Bett macht, dass sie, mit dir kann ich mir dann eher eine Zukunft vorstellen. Also ist nicht so, da warst du. Da war ich. Das war nur, um den Gedanken kurz abzuschließen. Ja. Wirklich? Ja. Und wenn sie das nicht macht, heißt das dann okay, ich so, nee. Ah, ich glaube, die ist nicht so, oh mein so ordentlich. Die Frauenzuhörer werden mich auffressen jetzt. Oh. Ehrlich, ja? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich denke dann immer, wenn die das dann im Bett gemacht hat, bin ich so, oh krass. Respekt, ja, so. Ich hoffe, dass jede Frau, mit der du intim wirst, nie dein Bett machen wird. Aber krass. Ich sag mal so, wenn ihr es dann macht, habt ihr gute Chance. Ja. Es ist nur eine Anleitung, wie ihr mich erobern könnt. Jetzt, ich poste diesen Clip einfach nur so. Nur diesen Clip. Ja, okay. Jetzt Spillity. Spillet! Also, ich war gestern auf einem Kindergeburtstag. Mhm. Ich war gestern auf einem Kindergeburtstag. Und so wie das ist, ich unterhalte mich gerne mit Kindern. So, und statt mit den Erwachsenen zu reden, muss nicht sein, aber mit den Kindern. Mhm. Es war ein Ghana Geburtstag, also ein Ghana Kinder-Ghana Geburtstag, damit ihr versteht, ne? Mhm. Genau. Und da war dann so ein Junge, und ich habe so ein bisschen auf Englisch geredet, das, was ihr halt nicht so mögt. Also viele der Zuschauer oder Zuhörer, die mögen es auch nicht, wenn ich Englisch spreche. Ganz kurz, Sandra ist aus Ghana und in Ghana spricht man Englisch. Viel Englisch, aber ist okay. Wenn das euch stört, dann versuche ich das. Wir sind aber in Deutschland. Ja, in Deutschland wird Deutsch gesprochen. Und deshalb spreche ich auch, also ich versuche überwiegend Deutsch zu sprechen. Okay. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen auf Englisch gesprochen. Und dann der Junge so, ja, du kannst, du kannst nicht so gut Englisch. Mein Englisch ist besser als deins. Ich also, ja? Wie alt bist du denn? Ja, ich bin 10 und ich werde 11. Ich so, ja, ne, hab ich alles auf Englisch gesagt. Mhm. How old are you gonna... Mhm. Und weiter unterhalten, also
sehr, also ich will nicht sagen frech, aber sehr, er war nicht mundtot auf jeden Fall. Mhm. Und gerede, ich meinte so, wie alt würdest du mich denn schätzen? Also ja, 19, 20. Ist so, thank you, danke. Ja, Schatz? Ja. Okay, sorry. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich 30 bin und schon eine Tochter habe. Er so, was? Aber wo ist dein Ring? Wow. Und ich war so, wie, was meinst du? Naja, also wenn man ein Kind hat, muss man ja auch verheiratet sein. Ich so, muss man das? Naja, muss man, sonst wird Gott dein Kind nicht segnen. Aber das kriegen die auch beigebracht, ja, in Sunday School und so. Das haben wir doch auch beigebracht bekommen, so. Das ist krass. Habe ich das so beigebracht? Also wir haben es so beigebracht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Doch, haben wir. Mhm. Leute, ich hatte den ganzen Abend schlechte Laune. Auf diesem Geburtstag, ja. Ehrlich? Ja, ein 11-jähriger Junge sagt mir, mein Kind ist nicht gesegnet oder wird nicht gesegnet von Gott, weil ich nicht verheiratet bin. Also das kriegen wir doch so beigebracht. Weißt du, wie doll mir das wehgetan hat? Ja, glaube ich. Aber es ist, ach Mann. Ist ein Kind. Nein, also ja. Ja. Aber wow. Aber so beigebracht haben wir es bekommen. So, man muss heiraten und wenn man heiratet, kriegt man ein Kind. Mhm. Genau. So. Und wenn es nicht, dann ist es quasi ein das Bastard. B-Wort, ja. Mhm. Sozusagen. So quasi, genau. Das hat er nicht gesagt, aber ich glaube, er war kurz davor, das zu sagen. Und ich glaube, das weiß er nicht. Nee? Mhm. Weiß er nicht? Mhm. Weil dann kam unsere Tante und welche war so, Tante? Unsere Tante. Okay. Und war so, ey. Gehst du Sunday School? Und er so, ja. Von wem bist du der Sohn? Weil es war ein Thema. Es wurde ehrlich, über, ja? Ja, weil er war sehr okay. Doll. So aggressiv damit. Ja, und er hat noch andere Sachen gesagt, die ich jetzt, also es war so, ich war echt traurig, also ich war traurig danach. Aber er weiß ja nicht, dass er dir damit auf die Füße tritt. Nee, natürlich nicht. Und ich habe das jetzt auch gar nicht so, ich habe mich auch weiter mit ihm unterhalten und so, aber es war so. So ein Triggerpunkt. Es war sehr doll. Und ja, mein Vater ist der und dann unsere Tante so, ah, okay. Okay. So, ja, naja. Ja, aber das ist, glaube ich, was wir alles beigebracht bekommen. Ja, krass. So von also, zu Hause oder Sunday School jetzt oder sowas, so, weißt du. Ja, sehr gottesfürchtig. Man sagt ja auch so, wenn du, keine Ahnung, Sex vor der Ehe hast, dann bist du auch nicht gesegnet und so, weißt du. Solche Sachen, so, weißt du. Nein, nicht sowas. Voll doll. Aber, solche Sachen, so, weißt du? Und ich zum Beispiel, weißt du noch, ich hatte richtig Angst vor Sex. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich es zum Beispiel hatte, ich hatte richtig Angst, so, weil solche Sachen beigebracht wurden, so, weißt du? Ja. Aber es ist nur normal. Ich wurde ja auch christlich erzogen. Mir wurde alles, was ich cool fand, wurde mir verboten, weil Gott das nicht wollte. Ja, genau, so, weißt du? So ich, Karneval. Ich wollte ein Cowboy sein und ich wollte Guns haben, ne? Ich wollte Guns. Ja. Wollte schießen, so, ne? Ja. Nee, Gott will das nicht. Ja, ich weiß noch, ich durfte auch nie eine Hexe sein, weil es, oder Halloween durfte ich auch damals nicht feiern, weil es alles so, alles irgendwas mit dem Teufel zu tun hat und, ja. Und ich hatte immer Angst gehabt, dann habe ich immer so hoch geguckt. Und Gott sieht alles. Und dann haben wir einmal, als Kinder, waren so 5, 6, 7 Kids, und dann hat einer die Idee gehabt, ein Sonnenbankstudio zu überfallen. Ne? Also jetzt, also Solarium. Ja, ein Solarium zu überfallen, aber nur die Bonbons zu klauen, ne? Süßigkeiten zu klauen. Ach so. Die eigentlich eh umsonst sind, draußen auf den Tischen. Einfach schnell. Und dann sind wir so hingelaufen, haben die genommen und dann sind wir so weggelaufen. Ne? Für die Frau, die da arbeitet, muss das ja voll komisch gewesen sein, dass da so 6, 7 kleine Kinder kommen und einfach die Bonbons klauen. Und dann konnte ich nicht diese Bonbons essen, weil ich dachte, Gott hat das ja gerade gesehen und ich habe voller schlechte Gewissen gehabt und ich war so, hab die dann weggegeben zu den anderen Leuten, so, weil ich es nicht essen konnte. Krass. So, weil ich so richtig Angst hatte so und ich so, nein, oh nein, Gott, oh nein, was wird er mit mir machen und sowas, oh nein und so. Ja, das war richtig. Ja. Das war richtig traurig. Alles ist gut. Ja, danke, dein Kind ist gesegnet. immer gesegnet. Immer. Ja, aber es ist krass, wie ein Kind. Also ich würde ja meinen, dass ich mehr weiß als dieses Kind. Ja. Ich gehe davon aus, ich hoffentlich meine Laune so triggern konnte.
Krass, ne? Wie würdest du das mit deiner Tochter machen? Also wenn sie geht dann wahrscheinlich auch Sunday School und die kriegt dann das beigebracht, aber würdest du dann irgendwie was? Ja, wenn sie Fragen hat oder wenn sie, also wenn, ich hoffe, dass sie dann auch so, ja, Fragen stellt, dann werde ich ihr es auch sagen, dass, weißt du? Genau, ich glaube, so wie uns das damals beigebracht worden ist vom Alten Testament und so, das ist ja nicht so mehr. Ja, es gibt ja beides halt, ne? Altes und Neues. Ja, Altes ist ein bisschen brutal. Ich weiß es nicht. Ja, Altes ist ein bisschen brutal, Neues ist halt, ja, ist mehr angepasst an jetzt. So. Also, Anführungsstrichen, ja. Anführungsstrichen, ja. So, aber ist dir wichtig auf jeden Fall, dass deine Tochter Werte von der Religion mitbekommt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wusste, also das wusste ich von Sunday School nicht. Oder beziehungsweise habe ich gefehlt oder. Du hast nicht gefehlt, du kannst dich aber nur nicht dran erinnern. Krass. Ja, ich kann mich vielleicht nicht dran erinnern, weil, wow. Ist das, also, ich war Schock. Aber hat euch das gut getan, in der Sunday School gewesen zu sein, rückblickend gesehen? Es hat Spaß gemacht, so, sage ich mal. So jeden Sonntag die ganzen Kinder zu sehen und. Ich meine, wir haben ja mehr Blödsinn gemacht. Ja, viel mehr Blödsinn. Also ja. Es war, glaube ich, eine Stunde, wo man da saß und zugehört hat und solche Sachen. Mhm. Aber sonst haben wir dann rumgespielt, gegessen. Ja. Ich fand Sunday School war eigentlich cool. War eine coole Zeit. War eine lustige Zeit. Ich fand Sunday School besser als Grundschule, muss ich ehrlich sagen, zum Beispiel. Ja. Weil auch andere Freunde dann da waren. So. Ja, so. Mhm. War schon cool. Nice. Ja, Mann. Das war's schon, ne? Hast du was zu sagen noch? Dazu? Nee, irgendwie nicht. Ich muss es noch verarbeiten. Ja, es ist noch zu früh. Okay. Der Junge hat einfach dein Leben kurz auf den Kopf gestellt. Hat er. Er hat auch gemerkt, dass es so ein bisschen, er war dann so ein bisschen ruhiger danach, aber. Okay. Nee. Ach, so vor allem, ja, aber dein Kind ist dann. Von wem ist das Kind? Er kann sie ja jetzt nicht sagen. Ja, okay. Aber das Ding ist ja auch so. Den Onkel kennst du, glaube ich. Okay. Ja. Also, ich meine, am Ende des Tages so, Kinder, also man kriegt gewisse Dinge beigebracht, aber sobald man älter wird und vor gewissen man, Situationen steht, dann sagst du ja, wie soll ich das jetzt vereinbaren mit dem, was ich gelernt habe? Also ich glaube, ich werde Nairobi das so beibringen, es ist gut, wenn sie vocal ist. Also wenn sie das spricht, was sie denkt, aber mit einem Filter. Mhm. Es gibt auch, there's a time and place, das ist Zeit und Ort, wo man sowas sagen kann oder machen kann. Und, ne, aber es war sehr aggressiv. Ja. Also es waren noch mehr Kommentare. Mhm. Deshalb es war so, okay, wow. Was war noch ein Kommentar? Kann man das noch? Ist schwierig. Ja. Okay. Ey, was hat der gesagt? Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Wirklich, meine Laune war danach so. Krass, so. Ey, 10-Jährige, 11-Jährige. Und das, also, wenn ich mal so vergleiche, zum Beispiel unseren Neffen der ist ja auch so alt. Und dann ihn. Und wenn ich die so direkt vergleiche, ist es wie Tag und Nacht. Wirklich, ja? Ja, also. So, der Junge, der 10-Jährige, der mich da so, ne? Und der unser Neffe. Ja, also wie gesagt, es ist gut, wenn du Fragen stellst, es ist gut, wenn du so Wissenshunger hast und auch, ne, das, wenn du das gestillt werden haben möchtest und das ist alles sehr nice. Mhm. Aber with a filter. Ja, muss. So, Freunde der Sonne. Das war's? Ja, oder? Was kommt denn noch? Das war's. Spidity war vorbei und das, ja. Ach du wolltest dein Links zeigen. Reaction-Video, ja. Yes. Ja. Zeig mal. Ja. Jetzt kommt die Reaktion. So a couple of days ago, I made a video on my TikTok called The Void Century Theory. And I briefly talked about this theory for about 3 minutes. And you guys liked it so much, you asked me to make a full-length video on it. So here we are. The Void Century Theory, or idea, actually comes from an anime I used to watch as a kid known as One Piece. Now, from what I can remember, it was a great show. So let's talk about it. What is the Void Century Theory? Void Century is a century-long gap in recorded and archaeological history, the study of which is forbidden by the world government. The events of this period are so important and relevant that by learning them, one is said to become aware of the true history of the world. I believe that the Void Century could possibly be real, and I think that if it is real, that the Void Century has to be the 1800s, because the 1800s is such an interesting year.
There were so many wars, such as the Napoleonic Wars, the Civil Wars, and many others. There were so many floods throughout the world. There's so many destructive fires that destroyed cities, like the Great Chicago Fire, the New York Fire. Now, one of the main reasons I think the 1800s is the void century theory is the advanced architecture compared to the people living during that time. Throughout the world, you find similar looking advanced architecture everywhere. In Russia, in Europe, in the Americas, Asia, Africa, you find these advanced, similar looking architecture, similar structures throughout the world as if it belonged to one empire. And these structures and buildings look just a little too advanced for the people living during this time. And I've talked about this in other videos I made, such as my Tartaria video, my mud flood videos. So what if all these structures, all this architecture belonged to another more advanced civilization, but some kind of reset happened, and all these wars, earthquakes, fires, and floods were all part of a singular event, possibly some kind of world war, a transfer of power, possibly. Like, the narrative doesn't really make sense. We've been told that these horse and buggy people apparently build these advanced, beautiful looking structures with huge windows and huge doorways and big pillars. The architecture just looks way too advanced for the people living there during that time, these horse and buggy people. And I'm going to show you a few pictures. So there's just a lot of weird inconsistencies during the 1800s. Like, look at this Field Museum in Chicago. It looks like something out of a Roman Empire or Atlantis. You see this advanced looking structure, and then no concrete or pavement, it's just all dirt. And you see this with a lot of structures during the 1800s. Here's a building in Melbourne, Australia, again with the horse and buggy people around this advanced, beautiful looking structure. The narrative just doesn't make sense. There's always a common feature with these advanced looking structures, such as antennas and domes, and often these domes were made from copper, which is a great conductor of electricity. So a lot of these buildings had domes and antennas just piercing into the sky. And was it possible that these were used for free energy? And I also briefly talked about this in my other videos that I made, which I'll put the links below if you want to watch them. Yeah, the main idea is, what if these structures were part of another civilization, a more advanced civilization that had free energy, but then there was some kind of destructive event, possibly a world war where there was a transfer of power, and now the history has been completely rewritten. Now, here are the type of structures and homes I do believe these horse and buggy actually built. Take a look at these two structures. Both of these structures are banks. Now, what looks more believable? What would a horse and buggy type people build? This kind of building or this advanced looking structure? I'm going more with this type of building, these run down, ugly looking wooden structure. Apparently this was a post office for like 33 people, so they had the technology to build this big old post office to deliver mail to just 33 people, all that effort. And again, often with these structures, as I mentioned before, you never find pavement or concrete around. It's as if some kind of mud flood happened and all the concrete and the pavement on the streets are gone during this time period. But yeah, just really weird. A whole post office, a gigantic looking palace to just deliver mail to 33 people in Melbourne, Australia. But yeah, these pictures and the people living during this time don't really add up. I even had architects agree on my void century video that the architecture just doesn't seem to match the people living there. It seems a little too advanced. These giant pillars, giant doorways, these sculptures on top, like with no machinery, how do they build any of this stuff? And these pictures are very haunting and beautiful at the same time. It's so interesting. It just looks so off. Like, these horse and buggy people, they look like tourists from another dimension or another world coming to visit this place. And all these structures just look like they're out of Atlantis or something. So beautiful, so advanced. And so, did they really build it or what? Hast du das mal geschaut? Gibt's ganz viele Videos drüber. Aber, also, heißt es dann... Also es gab eine Stiftung in... Also ich habe gehört, dass... Ich muss nur kurz zusammenfassen. Okay. Das Reaktionswiese ging über das Void Century, quasi ein Jahrhundert, über die wir nicht Bescheid wissen, was da genau passiert ist, weil scheinbar durch Fotografien und Fotos, das ist das Gleiche, durch Fotos bewiesen, waren die Menschen oder die Architektur damals weit fortgeschritten als die Leute, die da gelebt haben. Und es gibt halt die Theorie, dass es dann in dieser Zeit quasi einen Machtwechsel gab und dass da irgendwas passiert ist, dass quasi die Menschheit nochmal um ein paar Jahre zurückgeschmissen worden ist. Genau. Ich habe das auch mal gelesen, dass so das Jahrhundert, der 18. Jahrhundert, das so, 18. Jahrhundert, das 18. Jahrhundert, ja. Dass voll viele Sachen, also voll viele Dokumente fehlen und auch Geschichte generell richtig viel fehlen und richtig viele Lücken da sind.
Und genau wie du selber gesagt hast, dass dir irgendwie irgendwas ist passiert. Oder ich habe gelesen, dass sie irgendwie, wie soll ich sagen, dass sie irgendwie den Leuten gesagt hat, gesagt haben, irgendwie, wir müssen was ändern an den Jahren oder was weiß ich, deswegen müssen wir ein paar Jahre wieder zurückgehen. So wie Urumstellung, ja, genau. Die Zeitumstellung. Ah, okay, so, ein auf den, ja, wir müssen das und das machen, damit wir gleich sind mit der Welt, so ein auf den. Ah, okay, weil die schon zu weit waren. Genau, so, zum, also Urumstellung war jetzt ein Beispiel nur dazu, aber so irgendwas haben die irgendwie gesagt oder gemacht oder den Leuten gesagt, so dass sie das machen sollen. Mhm. Zum Beispiel, wir, die hatten 1850, haben die gesagt, ey, wir müssen zurück wieder auf 1830 einfach machen, damit wir gleich sind mit den anderen Ländern irgendwie so. Und das haben die überall so gemacht. Aber ob stimmt, ist weiß jetzt die nicht. Frage, weiß man nicht. Aber so, das habe ich halt gelesen, so, dass sie es so gemacht haben. Und auch diese Bilder, die wir gesehen haben von diesen riesen Gebäuden. Genau, genau. Die haben auch damals so Exhibitions gemacht, so Messen, wo die dann neue Technologien vorgestellt haben. Und dann kannst du auf anderen Videos, könnt ihr auch da bei YouTube und so sehen, gibt es so Videos, wo Menschen auf einem Laufband, also auf so einem, was wir heute halt kennen, diese Bänder, Laufband ist das ja, ne? Wo die Menschen stehen und einfach dann quasi dann durch die durch das Gebäude geführt werden. Oder du siehst dann halt auch so elektrische Autos, die angetrieben werden durch eine Energiequelle, die aus dem Äther kommt, also von der Erde selbst, und dass es quasi damals kostenfreie Energie gab, ohne dass du irgendwie eine Factory brauchst oder irgendwie ein Atomkraftwerk oder sonstiges. Und wie gesagt, man weiß halt nicht, was da passiert ist. Es gibt immer noch so Bilder, wo du siehst, dass Gebäude irgendwie so durchschossen worden sind. Das sieht so aus, als wäre da so ein Laser durchgegangen und so. Und man kann sich ja bis heute nicht erklären, weil es keine Aufzeichnung gibt, keine Dokumente, genau, nicht ausreichend Dokumente gibt, was da genau passiert ist. Deswegen ist das, finde ich, übertrieben interessant. So was. Es gibt, ich habe vergessen, wie das heißt, auf YouTube, das schaue ich mir immer gerne an, da sagen die immer so die Top 10 irgendwas oder Top 50 irgendwas, irgendwas. Und da gab es die 10 wichtigsten Bücher, die es auf der Erde gibt, aber die keiner lesen darf. Und da gibt es auch ein Buch, ich glaube, das war Top 3 oder 2. Eins war die originale erste Bibel, die es gab, und die darf irgendwie keiner lesen. Nicht diese King James Bibel, sondern davor. So ich glaube, die davor, das ist so eine richtig große alte Bibel, irgendwo, das ist irgendwo versteckt, versiegelt und so. Im Vatikan. Und ich glaube, 2 oder 3 war irgendwie, wie hieß es? The Beginning of the Earth oder irgendwas sowas und so. Und da steht halt alles wirklich dokumentiert drin, was wirklich alles geschehen ist und passiert ist und was weiß ich. Und passieren wird? Passieren wird nicht. Also von den alten Zeiten halt. Und da soll auch viel über 1800 stehen, was wir halt nicht wissen. So. Genau. Oh, voll interessant. Und die Bücher, kannst du mir das mal schicken? Das ist voll interessant. Ja, da gibt es voll viele. Und da gibt es auch ein Buch, was auch verboten ist, weil es so nicht verhext, aber so dämonisch ist. Und es darf auch keiner lesen. Und es haben, glaube ich, nur 2 Menschen gehabt, diese Bücher und so. Wow. Ja. 2 Menschen? Der Papst, also Vatikan, habe ich gehört, in dem Vatikan gibt es eine Ansammlung aus der ganzen Welt, weil der Vatikan gibt es ja schon sehr, sehr lange, also die katholische Kirche. Und die haben sehr viele Sachen, die haben ja durch ihre Kreuzzüge halt auch sehr viel kulturelle Dinge, Bücher etc. alles mitgenommen und alles verschlossen bei sich da im Tresor. Und man sagt auch, dass die so viel Informationen haben, aber die möchten diese Informationen halt nicht preisgeben, weil sonst die Menschen ihre wahre Herkunft wissen und wissen auch wirklich, was früher passiert ist, wie das mit Gott ist, wie die Religionen sind und so. Das wird da auch alles richtig erklärt. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich, manchmal denke ich darüber nach, wenn ich so solche Sachen sehe oder selber Sachen mir anschaue oder interessiert bin an irgendwas, denke ich mir auch immer so, willst du das eigentlich auch wissen? Genau, das habe ich mir gerade auch So, weil ich denke immer so, vielleicht gefragt, will ich es gar nicht wissen. Einfach mein Leben leben hier auf der Erde, vielleicht ein paar Infos und so, alles gut, aber ich glaube nicht, dass ich solche Informationen wirklich wissen will, so, weil sonst macht man sich selber damit verrückt. Voll. Und ich glaube, man hat dann auch gar kein Vertrauen mehr in generell. Und das so System. Ja. Und das System, so, weißt du? In dem wir leben. Weil ich glaube, wir wissen 1% von, was eigentlich alles so abgeht, so, oder abgehen wird noch und so, weißt du? Deswegen, ich denke mir immer so, nee, vielleicht willst du es gar nicht wissen oder vielleicht willst du gar nicht so tief das recherchieren, weil manchmal sieht man das, schaut man sich das an und dann googelt man das, da liest man sich das durch und dann geht man ja immer tiefer und tiefer rein. Und dann irgendwann stoppe ich, sag so, okay, es reicht, glaube ich, jetzt. Ja, die Frage ist auch so, was, auch wenn du es weißt, was kannst du machen? Also, was willst du machen? Was machen? Also, wen willst du sagen? Ich glaube, so. ich werde... Na so, hier, paranoid. Jetzt. Lass einen Podcast besprechen. Ja, so, weißt du. Ja, ich glaube, man wäre
zu paranoid, ja, weil man weiß, okay, das und das passiert zu dem Zeitpunkt, weil es ist ja alles getaktet, also everything is written. Man sagt es ja nicht umsonst, dass alles schon geschrieben ist. Passiert da immer wieder? Alles, weil es gibt so Menschen, die machen so Forschung Jahrhunderte zurück und die sagen, es passieren an sich immer so die gleichen Dinge. Nur in anderem Ausmaß, anderem drückt sich anders ein bisschen aus, ob es jetzt Corona ist oder ob es dann die Pest ist oder ob es dann irgendwas anderes ist, aber so vom Intervall ist es immer so was Ähnliches. So, deswegen sehr spannend. Ist übertrieben spannend sowas. Sowas wir alles nicht wissen. Paar Sachen will man wissen, paar Sachen denke ich mir so, nee, egal, muss nicht sein. Muss nicht sein. Also hättest du die Wahl, alles zu wissen, oder jetzt, wie jetzt zu sein, würdest du dann dich... Wie, entweder ich darf alles wissen oder... Du bist jetzt so wie jetzt, rote Pille oder blaue Pille? Nee, ich würde dann schon gerne wissen. Ja, ich auch. Ja? Wenn ich schon die Chance habe, warum nicht? Ja. Weißt du? Und man dürfte nicht darüber reden dann, ne? Ja. Ja, was ist eine Sache, die du richtig gerne wissen würdest? Eine Sache. Die Sache mit Religion. So mit die ganzen Geschichten mit ihr, weil ich beschäftige mich viel damit, so mit Jesus und die ganzen Geschichten. Und ich habe jetzt so viele Bücher gelesen, die sagen zum Beispiel, dass die Bibel zum Beispiel eine physiopsychologische Anleitung ist, um es zu deiner göttlichen Essenz zu finden. Und dass, ob ich das richtig hinkriege, dass zum Beispiel die Geschichten mit Jesus und alles, was in der Bibel vorkommt, das sind alles metaphorische Analogien, die quasi für dafür stehen, wie du es schaffst, zu deiner Göttlichkeit zu finden und schaffst, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest. Er sagt zum Beispiel, der ist Neville Goddard, könnt ihr auch alle googeln auf YouTube und so, er sagt, Jesus und sowas hat nie existiert. Das sind alles metaphorische Geschichten, die dir dabei helfen, zu dir selbst zu finden. Weil er sagt zum Beispiel, Gott ist quasi, Jesus ist die Vorstellung, die du hast. Die Vorstellung, die du in dir kreieren kannst, ist Jesus. Ne? Und wenn du kannst dann quasi halt auch, wenn du diese Vorstellung hast, dann in diese Vorstellung leben. Das heißt, du bist schon da, wo du sein möchtest. Keine Ahnung, du willst jetzt irgendwas. Also quasi. Ich will eine Cola haben, zum Beispiel, ganz einfach. Okay. Und du siehst dich schon mit der Cola oder Porsche, sagen wir mal Porsche, ich will einen Porsche fahren. So. Und du siehst dich schon im Porsche fahren, du fühlst das. Du bist das. Du bist diese Person, die du bist am Ende des Tages. So. Und du weißt das jeden Tag. Und dann kommt das irgendwann in deine physische Außenwelt. Aber auch nur darum, weil du es dir vorgestellt hast und weil du dich reingefühlt hast. So. Und jeder Mensch macht das bewusst oder unterbewusst. Jeder Mensch, der viel erreicht hat oder der sagt zum Beispiel, es gibt auch manche Menschen, die sagen, ich habe immer Glück. Ich finde immer Geld. Ich kenne eine Freundin, die sagt, ich finde immer Geld. Und die findet auch immer Geld. Es gibt Leute, die sagen, ey, ich habe immer Pech mit Männern oder so. Und dann hast du auch immer Pech mit Männern, weil du es dir selber suggerierst und dir selber vorstellst und dich selber reinfühlst. Okay. Auf jeden Fall, das würde ich gerne wissen, wie das aufgebaut ist. Gab es das alles wirklich? Ich glaube, was ich wissen wollen würde, ist, ob man wiedergeboren wird. Auf eine andere Art und Weise. Das möchte ich gerne wissen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich war schon mal hier. Hab ich auch voll. Also ich habe manchmal so, oh, bin du das? Also, warte. So, schon wieder? Auch nö. Ob man wiedergeboren wird, das wäre... Das ist auch interessant. Ja, das würde ich gerne wissen. Aber denkst du als Mensch oder als... Ja, das ist ja das... Also, egal, ja, genau. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass deine Seele... Also, wenn deine Seele deinen Körper verlässt, dass du dann... Woanders rein. Ja. Sagen die auch. Denkst du, du kannst es dir davor aussuchen? Wenn du bewusst... Also, bevor du... Ich glaube, vielleicht ist es auch in diesen Büchern geschrieben, dass man, wenn du dir es wirklich vorstellst, Mama. In nächster Linie bin ich Beyoncé. Dann bist du Beyoncé. Denkst du? Hey, why not? Es gibt so ein Buch. Ohne Scheiß, ich hab so ein Buch gelesen. Da stand genau das drin, dass Menschen, die sehr bewusst sind und wissen, dass der Körper ist ja ein Avatar, sagen die, ne? Und das Bewusstsein, was drinnen lebt, das kennt keine Krankheit, es kennt einfach nur Positivität eigentlich. Und nur durch deine Filter bist du halt so, wie du bist. Und die sagen, die Menschen, die richtig bewusst sind und die können sich quasi, wenn die sterben, sind sie trotzdem noch in diesem Bewusstsein und können sich aussuchen, als was sie wiederkommen möchten. So. Ehrlich, ja? Ja. Ich denk schon, dass wirklich dieses neue Ding,
dieses mit sich alles einreden, aber Affirmations und diese ganzen Sachen, ist ja nicht neu. Es gibt es schon immer, aber jetzt redet man mehr drüber, auch seitdem hier, wie heißt das Buch? The Secret. Genau. Dass man das ja wirklich kann und ganz ehrlich, wir sind krass. Mhm. Also wenn du dir wirklich einrichst, du bist ein krasser Mensch, Mensch. Weil ich habe mal mit meiner Chef mal gesprochen über Träume und solche Sachen und über Bewusstsein und so. Und ich habe bemerkt, also ich weiß von mir selber so, aber wir haben darüber gesprochen, ich kann meine Träume richtig krass kontrollieren. Das ist so luzides Träumen, das heißt das. Wie heißt das? Luzides Träumen. Du weißt auch alles, ne? Ich beschäftige mich mit solchen Sachen seit 12, 13 Jahren oder so. Als Kind habe ich das auch immer gemacht. Und jetzt komme ich auch wieder dahin, weil, weißt du, wie du das machen kannst? Also wenn du so bewusst steuern, wenn du vor dem Einschlafen, bevor du merkst, du hast so ein Dämmer, du bist gleich weg, dir die ganze Zeit sagst, wenn ich jetzt aufwache gleich, ist es ein Traum. Das sage ich mir im Traum. Im Traum sage ich mir das zum Beispiel. Und dann, wenn du quasi, kurz bevor du einschläfst, sagst du, wenn ich jetzt aufwache als nächstes, dann bin ich in einem Traum. Also diesem Bewusstsein, dass du, und dann dass du es dir selber sagst, weil dann testest du, ob das ein Traum ist. Weil mein Test ist immer, ob ich fliegen kann. Weil ich fliege dann immer. Wenn ich dann so fliegen kann, bin ich so, okay, ist ein Traum. Und dann kann ich alles machen, was ich will in meinem Traum. Manchmal springe immer von Dach zu Dach, weil ich weiß, es ist ein Traum. Spring einfach so rum, heute will ich da sein. Bin ich auf einmal dort oder so. Ich konnte auch früher beeinflussen, was ich träume. Das kannst du so machen, indem du 10 Minuten, bevor du bist müde, bist richtig vorm Einschlafen, du redest dir die ganze Zeit an, ich will träumen von Blumen, 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 Blumen. Und sagst das die ganze Zeit, bis du einschläfst. Und dann auf einmal du siehst, du träumst von Blumen. Das ist nicht spooky, ich finde es voll interessant, auch wenn ich schlafe und so. Manchmal freue ich mich sogar drauf. Träumt die manchmal schwarz-weiß? Ja, auch manchmal. Das können viele Leute nicht. So schwarz-weiß. Aber im Traum kann ich aber alles. Zum Beispiel, ich kann einfach perfekt irgendeine Sprache sprechen. Wirklich? Obwohl ich... Okay, das habe ich noch nie ausprobiert. Obwohl ich gar nicht die Sprache kenne. Oh, das würde ich gerne mit meiner Heimatsprache machen. So, ja, auf einmal kann ich das. Ja, aber in meinem Kopf kann ich das. Ja, das auch. Kopf kann man kannst das auch so eigentlich. Genau, vom Dinger kann ich das, aber da ist so eine krasse Blockade. Mhm. Irgendwas blockiert mich, dass ich das so ausspreche, wie es... Also, ne? Allein wenn du zum Beispiel, ich habe geträumt, da habe ich das Lied von DMX gehört. Mhm. So, ne? Das lief die ganze Zeit. Dann habe ich wiederum gedacht, krass, wenn ich das schon träumen kann, dann müsste ich das Lied ja eigentlich perfekt auswendig können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das heißt auch, wenn du träumst und du hörst, wie deine Eltern miteinander Tree sprechen, das heißt, du kannst auch perfekt, weil wer sollst du es dann sonst wissen? Also wie sich das anhört. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube halt, unser Gehirn ist halt, wenn man sagt ja, man benutzt nur 10% oder so davon. Ich glaube, wir könnten so viel, wenn wir nur gewisse... Bewusster die Dinge angehen. Aber wie? Das ist halt die Frage. Ja, ich glaube, das ist schon, glaube ich, ein Schritt, dass du selber deinen Traum kontrollieren kannst. Also ich glaube, da benutzt du jetzt nicht 1% mehr, aber vielleicht 0,00 irgendwas Prozent mehr schon. Voll. Als andere, so weißt du. Ja. Das heißt, vorm Schlafen gehen? Einreden, ja. Einreden. Auch wenn du bei mir hat es angefangen, als ich so Albträume hatte. Da habe ich irgendwann habe ich es geschafft, in meinem Albtraum zu sagen, ist nur ein Traum. Ja. Und so habe ich es dann geschafft und seitdem kann ich es immer so kontrollieren. Ich habe oft Albträume. Also nicht oft, aber so an die kann ich mich erinnern. Ja. Nicht an die guten Träume leider. Mhm. Ich hab so zwei Träume, an die ich mich immer noch erinnern kann. Mhm. Also ja, meistens haben die aber eine gute Bedeutung. Immer wenn ich was Schlechtes träume, dann google ich das immer. Zum Beispiel, keine Ahnung, der Mutter stirbt oder so, habe ich letztes Mal geträumt. Mhm. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Bedeutung war, aber das war dann wiederum was Positives. Ich glaube, Neuanfang oder so war das. Weil das kommt ja immer nur, wenn ich was beschäftigt, wenn dich was beschäftigt, dann... Dann expressed... ja, Deutsch? Krass, gar kein Deutsch mehr. Ach. Dann drückt sich das aus, so. Wow. Dann drückt sich das halt aus als ein Traum. Ja. Und der Traum scheint dann negativ zu sein, aber der ist eigentlich positiv. So. Also voll oft, wenn ich was Schlechtes geträumt habe, das gegoogelt habe, was Gutes ist. Dann google ich mal die zwei Träume vielleicht. Ja. Ist voll, auch voll interessant, dann für dich auch zu wissen, was also dich beschäftigt. Es gibt ja so Träumedeuter. Wie nennt man Traumdeutung. Traumdeutung. Ja.
Ah. Kannst du auch googeln, gibt's auch. Aber es ist ja immer so ein Controversial mit der Religion. Naja, also genauso mit Zodiac-Signs. Auch Karten legen und genau, so. Genau, diese ganzen Sachen. Es ist immer so schade, dass entweder es immer alles so entweder oder sein muss. Mhm. Weißt du, entweder man ist so komplett das und man glaubt an nichts anderes und man, weißt du? Mhm. Also es ist ja nur, es ist ja auch interessant. Man und, will ja nur. Ja. Und ich glaube auch deswegen, Religion ist auch oft so irgendwie, ich weiß auch nicht, so fühle mich manchmal so ein bisschen Corporation-mäßig so. Du darfst das nicht machen, wenn du das machen willst, so, weißt du, so, weil, warum nicht, also Sternzeichen und was es alles gibt, Human Design oder Karten legen, so, warum nicht, warum soll das gegen Gott sprechen, quasi, so, weißt weil du? Weil es ja auch eine höhere Macht auch, ist, genau, sozusagen. Genau, es ist ja auch was Spirituelles, ja. Gott spirituell ist ja auch spirituell. Ja, aber genau deshalb. Ja, vielleicht deswegen. Ja. Ja. Okay, auf jeden Fall wollte ich auch noch kurz was sagen, und zwar, okay. Was ich, das war ja die Frage, wenn was würdest du gerne wissen? Ich würde gerne wissen, das ist mir gerade noch schnell eingefallen, ich würde gerne wissen, was wäre, wenn zum Beispiel Adam und Eva den Apfel nicht gegessen hätten? So, wie wäre dann die Geschichte verlaufen, so, oder? Was wäre, hätte nur Eva den Apfel gegessen und Adam nicht? Was wäre dann? So mit der Menschheit und weiter, so, weißt du, was wäre dann passiert? Das und was ich auch gerne wissen würde, ist, was wäre, wenn die Sklaverei nicht gewesen wäre, zum Beispiel? Also wie würden wir Afrikaner, also so, wo würden wir, wären wir trotzdem in Deutschland oder verteilt oder wären wir in Afrika oder, weißt du? Ja, ich meine, wir waren ja schon on the peak, an der Spitze der Zivilisation und irgendwas ist passiert, dass wir dann so einen Machtwechsel hatten und dass dann es andersrum gelaufen ist. So, ja, stimmt. Glaube ich. Aber es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Interessant. Ja. Was, also wie wär, ich glaube, Afrika wäre das heftigste, reichste Land überhaupt. Ever. Weil also Kontinent. Kontinent. Allein wegen den Bodenschätzen, wegen dem Klima, was da alles wächst, wegen Tieren. Wegen und ich frage mich, wie wäre dann Europa? Wie wäre Europa dann? Europa wäre hier Dings, Berlin, irgendwo Neukölln, Obdachlosen. Dingsbums. Well, ja, Mann. Well. Danke, Leute. Danke fürs Zuhören. Ich mach das jetzt mal. Ne? Ja, close. Genau. Okay, closing up. Ja, es war sehr nice. Wie war das alles nochmal? Subscriben, genau. Like, teilt und wie immer eure Kommentare da lassen. Genau, eure tollen Kommentare. Ich habe mir heute sehr viel Mühe gegeben, aber ihr habt auch gemerkt, ich war ein bisschen ruhiger, weil ja, entweder. Oder. Entweder oder, genau. Es gibt keine Mitte. Ja. Aber ja, gut. Kriegen wir hin. Ist halt unsere Kultur Anglizismen, ne? Seitdem wir. Ich hoffe einfach, dass ihr uns irgendwann so akzeptieren könnt, wie wir sind. Ja. Dankeschön.